Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen englischen Adventskalender und zwar ist es der Feel Unique Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Adventskalender kostet 135,66 € und soll einen Warenwert von 385,22 €, glaube ich, enthalten. Da es ein englischer Adventskalender ist, haben wir hier nicht nur 25, sondern sogar 25 Türchen, Entschuldigung. Und das hier ist das Design von dem Adventskalender. Sehr unweihnachtlich, würde ich mal so sagen. Ne? Es ist edel, ja, es ist sehr grafisch. Aber gut, man kann ihn aufklappen und wir sehen, dass wir hier einen Schubladen-Adventskalender haben. Der sieht relativ klein aus, ist aber erfahrungsgemäß sehr, sehr fein. Und wir gucken einfach mal rein. Hier oben geht es direkt los mit der Schublade Nummer 1. Wir werden hier hauptsächlich Pflege enthalten haben, die aber sehr, sehr hochwertig ist. Aber auch das ein oder andere dekorative Kosmetikprodukt ist enthalten. Das Ganze startet aber beim Kopf, vielleicht geht es wirklich von Kopf bis Fuß, mal gucken, von Philip Kingsley, den Elasticizer. Das ist ein Produkt mit 40 Millilitern, was man sich in die Haare gibt und das muss man irgendwie nach dem Shampoonieren machen und bevor man, ich glaube, eine Spülung nochmal anwendet. Und die soll halt die Elastizität der Haare erhöhen, damit sie halt nicht so schnell abbrechen. Hatten wir auch schon mal in der Look Fantastic Box und ich glaube auch im Look Fantastic Adventskalender drin. Ist mir persönlich ein bisschen zu aufwendig in der Anwendung, soll aber tatsächlich ein super geiles Ergebnis machen. Die Nummer 2 ist auch dabei. Oh, da haben wir schon dekorative Kosmetik drin. Nein, aber eine Marke, die für sehr hochwertige dekorative Kosmetik steht, nämlich Charlotte Tilbury. Das ist die Magic Eye Rescue Cream mit süßen 3 Millilitern, was ich jetzt in einem Adventskalender ein bisschen klein finde. Aber für die Marke, Leute, das ist eine High-End-Marke, ist es okay. Da kann man einfach mal eine krasse Augencreme ausprobieren. Und ja, selbst die 3 Milliliter sind halt in einem süßen Tiegel. Der ist aus Plastik, aber trotzdem. Also ich finde es okay. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr das so seht. Ich weiß, jedes Jahr brechen diese ganzen Diskussionen über Probegrößen los. Ne? Ja, hier steht nämlich auch noch drauf, Sample not for resale. Ne? Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich freue mich trotzdem über das Produkt. Hier oben haben wir die Nummer 3. Und hier haben wir drin 10 Luxe Super Glow Hyaluronic Self Tan Serum Gradual. 10 Milliliter sind hier drin enthalten. Ne, das ist halt für Selbstbräunungseffekt im Winter. Ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ich verwende ja auch von Beauty Mates. Claudis Welt ist da mein Code. Ne? 20% Rabatt ist ein Affiliate-Rabattcode, aber es ist ein Rabattcode. Ihr könnt damit einfach ein bisschen sparen. Egal, gibt auch da die den Self-Tan Booster, der sehr geil ist. Übrigens auch auf dem Körper. Egal, auf jeden Fall. Dieses Produkt werde ich deswegen halt nicht verwenden, aber es ist eigentlich, mittlerweile habe ich halt durch Beauty Mails herausgefunden, dass es eigentlich ganz cool ist, mal einen Selbstbräuner zu verwenden. Gerade so Richtung Herbst oder Frühling finde ich das ganz geil, weil du da einfach schon so ein bisschen noch diese Vorbräunung oder Nachbräunung hast. Und ja, mir gefällt es halt sehr gut. Ich verwende es auf meinen Beinen und weil wir gerade Hochsommer haben und draußen 28 Grad sind, trage ich auch nur ein Sommerkleidchen. Aber hey, es ist in adventlichem Grün und hier sieht man mein Bein, wo ich ja, tatsächlich auch ein bisschen Selbstbräuner drauf habe. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera mit den ganzen Lichtern sieht, aber jeden zweiten Tag 2 Tropfen mache ich einfach meine Bodylotion. Vielleicht kann man das mit solchen Produkten auch machen, um sie zu entfremden. Die Nummer 4 haben wir hier. Oh ja, das ist ein Produkt, was dieses Jahr auch, glaube ich, neu rausgekommen ist. Das ist die Bomdia Bright Cream von Sol de Janeiro. 25 Milliliter sind hier drin. Ich finde, das ist eine annehmbare Größe. Und ja, ne, halt so eine kleine Geschichte. Die soll total geil sein. Also auch die Balea-Nachmache-Produkte in Anführungsstrichen sind ja sehr gut. Ich kriege es jetzt nicht auf. Ich würde gerne dran riechen, kann ich gerade nicht. Es ist einfach nicht öffnenbar. Ist wahrscheinlich einfach zu warm hier drin. Ja, ne? Finde ich cool. Und das ist jetzt auch schon, ne? Wir haben das Gesicht so ein bisschen abgedeckt. Jetzt kommen wir so langsam an den Körper. Die Haare haben wir auch schon so ein bisschen organisiert. Vielleicht kommt jetzt dekorative Kosmetik. Im englischsprachigen Bereich ist ja der Tag vor Nikolaus oder der Abend vor Nikolaus interessant und wichtig. Deswegen ist die Nummer 5 wahrscheinlich intensiv befüllt. Ja, die Marke kenne ich, das Produkt glaube ich nicht. First Aid Beauty Fab Bump Eraser Body Scrub. Guck mal, mit 10% AHA, das ist glaube ich Fruchtsäure, ne? Und das ist für sensible Haut geeignet. Und wir haben 28,3 Gramm drin. Ja, das sind halt immer diese Umrechnungsgeschichten von den Unzen. Und dann gucken wir doch mal rein. Aber so ein
ja, weiß ich nicht. Säurepeeling für den Körper finde ich interessant. Dann hast du quasi keine mechanischen Peelingkörner damit bei, ne? Für uns ist die Nummer 6 tatsächlich Nikolaus. Aber ich glaube nicht, dass wir hier das Ultra-Produkt drin haben werden. Wobei doch, immer Hardy, ne? Protect and Prime SPF 30. Also das ist quasi ein Lichtschutzfaktor 30 und 15 ml. Und das kannst du halt auch als Primer gut verwenden. Ist doch ganz nett. Lichtschutzfaktor 30 finde ich auch eine annehmbare Geschichte. 15 und also alles, was unter 30 ist, finde ich persönlich einfach zu wenig. Das funktioniert bei mir nicht. Und selbst Lichtschutzfaktor 50 trage ich relativ dick auf. Die Nummer 7 ist ganz unten abgeblieben. Ja, wir haben hier sehr viele Tübchen und sowas drin, aber das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Das ist von Lixier Skin Universal Emulsion, eine Tages- und Nachtcreme. Und das ist ein feuchtigkeitsspendendes Produkt, Serum und Base, also quasi als 30 ml Serum und normale Creme in einem. Das finde ich auch schön. Und du sollst es so lange dann einmassieren, bis alles sich versiegelt fühlt. Das finde ich auch eine interessante Beschreibung, ne? Die Nummer 8 darf machen, das ist Kracht. Oh lala, wir haben hier etwas, was in einem extra Säckchen und in einem extra Tütchen drin ist. Das schreit doch danach, dass es ein hochpreisiges, hochwertiges Produkt ist. Ich sehe hier schon Elila drauf und hier steht Brush drauf. Oh, ich liebe Pinsel. Damit haben sie mich ja direkt, ne? So edel eingepackt. Wahnsinn. Ja, das ist einfach ein Lidschattenpinsel, ne? Ein ganz normaler, abgeflachter Blendepinsel. Da kannst du sicher super toll. Produkt, oh, sehr flach, sehr, sehr so nach vorne, sehr spitz zusammengehen und sehr rund, sehr schön gearbeitet und damit kann man schön Lidschatten auftragen. Das ist toll. Über die Nummer 9 dürfen wir uns freuen. Auch das ist wieder eine sehr, sehr hochwertige Marke, Prei. 15 ml von der Ageless Throat and Décolletage Cream. Also das ist für Hals und Dekolleté. Und ich habe es auch in der letzten Zeit herausgefunden, dass man doch im Laufe der Zeit, auch wenn man nicht die größten Hupen der Welt hat, so Knitterfalten halt bekommt, ne? Also die kann ich gut gebrauchen. Mit der Nummer 10 wird es nun weitergehen. Lala, das ist ein tolles Produkt und zwar von NYX, das Real Prodigieuse. Das kannst du für alles verwenden, für Gesicht, Körper, Haare, alles. Und das ist mega gutes Produktding. 30 ml Glasflakon und ja, hier hast du zwar leider nicht so ein Pumper oder sowas, ne, sondern du schüttest es halt so aus, aber das ist ein ganz, ganz tolles Öl. Und gerade wenn du halt so an die Winterzeit denkst und alles ein bisschen trockener ist, ne, die Haare sind so frizzig und alles ist so crusty, weil die Heizungsluft einfach alles austrocknet, kommt das ganz gut. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Ich spüre eine große Tube. Medikacht, auch das ist eine sehr, sehr hochwertige, hochpreisige Marke. Das ist zur Reinigung Surface Radiance Resurfacing, also es soll dir neues Gesicht machen. Herzlichen Glückwunsch. AHA und BHA sind in diesem 40 ml Reinigungsprodukt fürs Gesicht enthalten und das ist halt in Gelform. Sowas verwende ich gerne unter der Dusche und bevor ich unter die Dusche steige, mache ich mir einen Abschminkbalm drauf, um mein ganzes Make-up aufzubrechen, das Ganze aufzulösen und schon mal so eine Vorreinigung zu machen. Dann emulgiere ich das Ganze nochmal mit Wasser und dann kommt das Ding nachher nochmal drüber. Richtig cool. Das ist ganz schön teuer, das Zeug. Aber gut, irgendwie müssen ja auch diese 385 und 22 zustande kommen. Theoretisch die Halbzeit, aber da wir 25 Kläppchen haben, auch irgendwie nur halb die Halbzeit. Oh, Molten Brown, auch das super, ne? Krasse Marke, Leute. Delicious Rhubarb and Rose, das duftet gut. Ein Duschgel mit 100 ml, das ist eine tolle Größe. Und ja, ich mag halt gerne so fruchtig, blumige Düfte. Ich rieche nicht gerne nach einem Süßigkeitenladen oder nach irgendwas, was aus der Küche kommt, sage ich jetzt mal. Aber nach Rhabarber und Rose, doch, da hätte ich wohl Bock drauf. Der zweite Teil der Halbzeit quasi, die Nummer 13. Ah, ich spüre was Kleines. Vielleicht ist es dekorative Kosmetik. Vielleicht ein Lippenstift. Ja. Oh, Laura Mercier. Ja, hallo, Baby. Rouge Essentiel Silky Cream Lipstick à la Rose. Ja, das wird ein roter Lippenstift sein, ne? Gucken wir uns den mal genauer an. Alto Belli, das ist so ein Altrosa. Das ist eine schöne Farbe. Also nicht so ein klassisches Weihnachtsrot, wie das, was ich gerade so auf den Lippen drauf habe, sondern halt so eine richtig schöne, alltagstaugliche Farbe. Das mag ich gerne leiden. Der wird auch behalten. 1,4 Gramm haben wir hier drin. Genau, da muss man nämlich immer ganz genau hingucken und ohne Brille erkenne ich das wirklich super schlecht. Aber manchmal kriege ich es noch hin. Mit der Nummer 14 wird es nun weitergehen. Huch!
haben wir hier Balance Me, auch das wieder. Ne? Das sind alles krasse Marken. Also das, was ich kenne, ist krass. Das ist wirklich krass. Balance Me, Vitamin C, Repair Serum, 7 ml sind hier drin. Ist für ein Serum in Ordnung, finde ich. Das ist ein veganes Produkt. Das steht hier jedenfalls relativ fett hinten drauf. Auch sowas kennen wir aus der Look Fantastic Beauty Box, weil es ja halt auch eine englische Box ist. Oder eine Box aus England halt. Und ja, warum eigentlich nicht? Soll dir Strahlkraft geben und nochmal alles so ein bisschen reparieren, was so im Gesicht ist. Hautregeneration anregen ist es dann ja, ne? Finde ich cool. Oh, wow. Die Nummer 15 ist ein Klopper-Riesending hier. Grown Alchemist Enzym Exfoliant pour le Visage. Okay, das ist ein Enzym-Peeling fürs Gesicht. Das ist cool. 75 ml haben wir hier drin. Ich meine, dass ich das letztes Jahr auch schon irgendwo in der Box drin hatte oder in einem Adventskalender. Kommt mir gerade super bekannt vor. Oder es war irgendwie nur eine ähnliche Verpackung. Wie gesagt, es kommt mir bekannt vor. Eine große schwarze Tube. Sieht sehr elegant aus. Das ist schon cool. Und das dürfte eine Full-Size sein. Komm, ne? Das ist jetzt hier kein Probeding. Krass. Mit der Nummer 16 machen wir nun ein bisschen weiter und wir werden heiter. Ja, es ist von Ahava eine Deci Water Mineral Hand Cream. 40 ml sind hier drin enthalten. Auch das ist ein veganes Produkt. Ahava kenne ich aus der Juveniles Box. Da habe ich das erste Mal drin gehabt als Körper irgendwas und auch als Handcreme. Ja, das ist jetzt eine Handcreme. Eine Handcreme pro Adventskalender finde ich in Ordnung, weil wie gesagt, trockene Haut, rampampam und so weiter und so fort. Ist okay, komm. Hier oben haben wir die Nummer 17. Clara, oh, ein Beauty Flash Balm. Brightens und Tightens. Also das gibt Helligkeit, also aufhellen und glätten. 15 ml haben wir hier drin. Ich bin mal gespannt, ob es dieses Jahr auch wieder einen Clara Adventskalender geben wird. Letztes Jahr war der nämlich echt schön, auch wenn da viele kleinere Sachen enthalten waren. Aber der war echt ein Klopper und der war wunderschön, weil das auch so ein Hängesäckchen-Adventskalender war. Ne? Erinnert ihr euch noch? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich fand den cool. Und ja. Das ist einfach ein Beauty Flash Balm. Hört sich sehr, sehr witzig an. Ein Schönheitsbalsam steht hier übersetzt drauf. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Wir gucken mal, was die Nummer 18 uns geben wird. Auch das fühlt sich nach einer Tube an. Lasatique. Okay, Repair Intensive Repair Mask. Ist das für... Nein, Cheveux für die Haare. Okay, für geschädigtes und sensibilisiertes Haar. Botanical and Vegan Paris. 50 ml sind hier drin. Ja, das ist doch nett. 91% natürliche Inhaltsstoffe steht hier hinten auch irgendwie drauf, oder? Natural Origin, ja, natürlichen Ursprungs. Cool, ne? So eine Haarmaske. Gut, am Anfang hatten wir sowas ähnliches wie eine Haarmaske, dieses Elasticizer. Aber halt so eine richtig normale Haarmaske ist jetzt hier mit dabei. Dann gucken wir mal, wie es in der Weihnachtswoche weitergeht. Oh, es fühlt sich nach dekorativer Kosmetik an. Vielleicht ist es eine Mascara? Nein, es ist ein Parfum. Okay, von Aromatherapy Associates London Deep Relax. 10 ml sind hier drin. Und das scheint ein Parfum zu sein. Schaut so aus. Ja, das ist leider keiner so ein Sprüher. Ich mag leider keine Roll-Deos. Und das hat hier so einen Rollerball. Viele stehen drauf, ne? Dass du dir das eben kurz so auf die Handgelenke unterwegs machen kannst oder hinter die Ohren. Und du verschwendest halt nichts an dem Produkt. Oh, wow, das riecht volle Elle nach Patchouli? Sandelholz? Irgendwie sowas. Wie so ein orientalischer Laden. Okay, krass. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich ein Parfum sein soll, weil das halt wirklich sehr intensiv danach riecht. Vielleicht soll das auch eher so ein Chill-Milch-Produkt sein. Aber ja, Deep Relax passt auf jeden Fall vom Duft her. Aufi Aufi in den 20er-Bereich. Und da haben wir auch wieder eine Tube drin von Chorus. Das ist eine griechische Marke. Wild Rose. Moin, ich bin dabei. Brightening and First Wrinkles Advanced Repair Sleeping Facial Old Skin Types. Vitamin C Produkt. 16 ml sind hier drin. Also quasi etwas für die Nacht. Gegen Falten. Und so... Vielleicht so eine Schlafmaske in Anführungsstrichen, dass du quasi, ne, das halt morgens dann halt einfach abwaschen kannst und über Nacht wirkt die ganze Geschichte. Das steht jetzt so gar nicht hier wirklich, apply to the face and neck, avoiding the eye area. Mehr steht hier gar nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass man das so verwendet. Und Vitamin C ist ja auch wieder diese aufhellende Geschichte. Bei Vitamin C, gut, jetzt Richtung Winter ist es okay. Aber im Sommer immer aufpassen mit Vitamin C, Retinol und so weiter. Alles, was quasi die Haut aufhellen soll, dass ihr euch nochmal extra einen dicken Sonnenschutz draufpackt und oder halt das Produkt am besten abends verwenden. Aber hier steht es ja auch drauf, dass es ein Abendprodukt ist. Es geht ganz schön stürmisch zu in der Weihnachtswoche. Und jetzt gucken wir mal in die Nummer 21 und es fühlt sich nach irgendeiner Maske an. Huch, was nehme ich denn hier raus? Oh, Rodial. Oh, hier ist noch mehr drin. Moment.
Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwo mal ein Produkt unterschlagen, aber ich werde gleich nochmal, wenn ich alles leer habe, den Kalender rappeln lassen. Hier ist noch irgendeine Creme drin. Wow. Okay, zwei Produkte sind hier drin. Das ist krass, Leute. Einmal die Pink Diamond Rhodial Lifting Face Mask. Wow, krass, mit Hyaluronsäure. Und die soll liften und illuminisieren mit pinken Diamanten. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Aber zu Weihnachten kann man es auf jeden Fall krachen lassen, beziehungsweise in der Weihnachtswoche, um sich halt schon mal darauf vorzubereiten. Und hier haben wir dann von We Are Paradox Repair Game Changer Hair Mask. Okay. Okay, für Verjüngung? Hä? 75 Milliliter sind hier drin. 99% natürlich. 90% plastikfrei, vegan und tierversuchsfrei. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Riecht voll Zitronensorbet-mäßig und sieht auch tatsächlich danach aus. Sehr, sehr interessant. Krass, einfach mal zwei Produkte, ne? Man gönnt sich. Die Nummer 22 ist die zweite und letzte Schnapszahl. Und auch hier erfülle ich wieder ein Typchen. Filoaga. Ach, guck. Scrub and Detox Exfoliant Mousse Purity Intense. Purity Intense, also quasi ein Schaumpeeling. Für Klarheit, interessant. Das ist interessant. 15 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Also es ist quasi einfach ein Reinigungsschaum. Schaumpeeling, intensive Reinheit. Ein Schaumpeeling. Das muss ausprobiert werden, oder? Hört sich super interessant an. Für uns ist die Nummer 23 der Tag vor Heiligabend und vor quasi dem Tag. Und da haben wir etwas von Elemis drin. Nice. Pro Collagen Oxygenation Night Cream. Das ist eine Nachtcreme gegen Falten. 15 Milliliter sind hier drin. Und Elemis ist ja eine krasse Marke, ne? Ich freue mich schon auf den Look Fantastic Adventskalender, wenn wir da halt auch diese wahrscheinlich Full Size von solchen Produkten auch drin haben werden, ne? So meine Hoffnung. ja, mega. Ich glaube nicht, dass in der 24 jetzt irgendein Kracher drin sein wird, denn das ist jetzt ja noch nicht Heiligabend. Doch, ist es aber eigentlich schon, ne? Bei Terry Mini To Go Baume de Rose, das ist ein Lippenbalsam, den habe ich auch schon. 2,3 Gramm sind hier drin enthalten und den habe ich auch schon mal leer gemacht. Sehr, sehr angenehm. Und ich liebe Rose. Bei Terry steht ja sowieso für diesen ganzen Rosenduft und so. Habe ich auch mal ein Fullface zugeschminkt, kann ich mal hier verlinken. Das ist ja so durchwachsen gewesen. Von den Düften her kann ich mich aber echt nicht beschweren. Hatten wir kürzlich noch in der Look Fantastic Beauty Box, glaube ich, drin. Den hier. Glaub schon, ne? Der müsste doch jetzt gerade erst drin gewesen sein. Finde ich aber total genial. Also, ne? Schönes Produkt, Lippenpflege. Wir haben ja auch noch keine Lippenpflege drin gehabt. Eine Lippenpflege pro Adventskalender ist in Ordnung. Und jetzt, meine Lieben, schauen wir mal zusammen in den Klopper höchstwahrscheinlich rein. Die Nummer 25, das ist ja hier das Hauptkläppchen. Und ich spüre schon mehrere Produkte. So blind kann ich das jetzt gerade nicht unbedingt machen, weil irgendwie kriege ich das nicht voneinander. Okay, wir haben zwei Produkte, die in der Theorie von der Marke her auch zusammengehören. Ich fange jetzt einmal erstmal mit Wishful an. Wishful ist die Pflegemarke von Huda Beauty. Ne? Die hat sie ja auch mit ins... Also Huda hat... heißt die? Huda Beauty nennt man die so? Ich glaube schon. Hat sie das auch mit ins Leben gerufen. Sculpting Sheet Mask, Chin Lift... Ich glaube, das ist diese sehr umstrittene Maske, wenn ich das mal so sagen darf. Yep, ich sehe hier hinten das Bild. Das ist so ein Tuch, was du quasi unter das Kinn machst und dir dann hinter den Ohren so fixierst. Es erinnert mich halt ein Stück weit dran, dass mein Gesicht so langsam nach unten rutscht, denn die Schwerkraft sagt, moin, Claudi, du bist 32 und so langsam klopfe ich an der Tür, ne? Auch hier tatsächlich, ja. Aber ich werde es mal ausprobieren. Ich finde es ganz interessant. Und ja, relativ passend dazu haben wir auch noch eine Lidschattenpalette aus dieser neuen Nude Collection. Die Nude Rich Eyeshadow Palette. Richtig geil. Das ist halt eine Full Size, ne? Und das ist natürlich das Klopperprodukt. Und damit kann man sich dann schön zu Weihnachten schminken. Und Huda Beauty ist teuer. Kann man nicht anders sagen, ne? Ich finde es cool, dass sie drin ist. Fühlt sich schön an. Also das ist hier so ein bisschen... schuppenmäßig, sage ich mal. Ja, fühlt sich schuppenmäßig an. Und hier haben wir richtig schöne Töne drin. Das ist so eine bärige Palette, eher dunkel. Und die schreit halt wirklich nach so einem richtig tollen
festlichen Abendlook. Und das finde ich cool. Wir haben sowohl matte als auch schimmernde Töne hier drin enthalten. Und die wird demnächst mal ausprobiert. Das finde ich ganz interessant und das gefällt mir. Und wenn ich mich hier so umgucke, muss ich wirklich sagen, haben wir eine tolle Auswahl hier. Wir haben ein paar Serien, wir haben was für den Körper, wir haben was für die Haare. Ein bisschen dekorative Kosmetik, aber auch nicht exzessiv. Ein Lidschattenpinsel passend zur Palette. Also wirklich gepflegt von Kopf bis Fuß. Naja, die Füße wurden ein bisschen unterschlagen, aber trotzdem 385 Tacken. Kann ich mir vorstellen. Ich wollte noch einmal rappeln lassen, dass ich hier einmal gucke. Nicht, dass ich hier was vergessen habe. Nein. Okay, es rappelt nichts. Sehr gut. Ja, schön, ne? Also, es ist ein hochpreisiger Adventskalender, aber dafür haben wir hier halt auch krasse Marken drin und das lohnt sich schon. Ich habe euch auch eingeblendet, ob es wirklich genau das wert ist, was, ne, quasi angegeben worden ist. Ich habe das so runtergerechnet und bei Feel Unique in dem Online-Shop bekommst du ja die Produkte entweder tatsächlich in genau diesen Größen oder halt anhand der nächstnahen Größe, entweder die Kleinstgröße, nee, die Kleinst, die kleinste, nee, nein, die nächstkleinste oder nächstgrößte Größe habe ich dann zu Relationszwecken angesetzt und das dann entweder hoch oder runtergerechnet, meistens runtergerechnet. Wie gesagt, ich fand's cool. Ich werde mir nächstes Jahr auch wiederholen und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!